Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge hier zu unserem SimmtMHD-Simulator. Ja, heute mal ist es am Tage. Wir sehen mal ein bisschen was hoffentlich hier von dem Spiel. Und von daher würde ich sagen, wir sind mit dem Obus unterwegs. Wir probieren es nochmal heute mit einem Skoda unterwegs hier. Naja, das ist ja mal ein Fabrikat, was wir ja so aus Amsterdam gar nicht kennen. Skoda-Bus oder sowas. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, aber wieder Oberleitung. Und ja, hoffe natürlich toi toi toi, dass wir das Ganze hier heute packen. Selbstverständlich. Und deswegen würde ich sagen, Ton an. So, ein bisschen leiser machen hier bitte aufs Ohr. Und Gang rein. Platz machen hier bei den Pedalen bitte. Gang raus. Und ja, können wir einfach mal Licht anmachen hier. So, auf der Linie 13 nach Rolki. Ich glaube, da sind wir schon mal gefahren, aber nachdem wir uns das Ganze abgerissen haben, machen wir es einfach nochmal neu oder sowas, keine Ahnung. Auch hier gibt es weiterhin keinen, ja, ihr seht schon. Das wirkt natürlich ein bisschen unprofessionell, wenn man das Ganze mal so ein bisschen betrachtet. Die Straßenbahn halt hingegen richtig schön ausmodelliert. Ne, aber hier fehlt es denn leider. So, alles rein. Wir haben ja noch genug Zeit. 3 Minuten sind es. Und wie gesagt, heute mal denn am Tag unterwegs. Ja, schön. Also ich finde das super, euer Feedback hier zum SimmtMHD. Und ja, freut mich natürlich immer umso mehr, dass ich euch immer noch so ein bisschen die ein oder andere Simulation hier zeigen kann. Auch wenn sie, wie gesagt, nicht an bestimmte Simulatoren rankommen. Das soll es, wie gesagt, auch gar nicht. Ich glaube, das ist gar nicht Ziel der Sache. Mir möchte man ganz natürlich mal andere Wege auch mal probieren, versuchen zu zeigen, ne, dass es halt nicht nur diese Simulatoren gibt, sondern auch, wie gesagt, die ein oder andere. Und wer weiß, vielleicht kann man ja hier in ja, ein paar Jahren auch sagen, das ist es. Jetzt wurde hier vor vielen Jahren eine Simulation geschaffen. Weiß man ja leider heute nicht, ne, wie das Ganze halt dementsprechend ja, so ausschaut. Ne? Also, wenn wir hier schon mal die Pfeile anmachen, damit wir auch wissen, wo wir langfahren müssen. Wir sind ja hier scheinbar an irgendeinem Hauptbahnhof, so wie es hier ausschaut. Ja, ich kann es ja nicht lesen. Achso, das sind bloß die Zugänge, wo wir halt hin müssen. Tramway ist hier durchgestrichen worden, hier oben. Das sieht man. Aber das scheint so ein großer ZOB zu sein hier. Geht's da oben? Nee, ne? Das war jetzt hier einfach. Oder? Da hinten, ne? Da hinten könnte irgendwas zur Regionalbahn gehen, aber. Ja, naja gut. Okay, ich würde sagen, Abfahrt, Türen schließen. Oder auch nicht. Warum machst du es nicht? Jetzt. Zack, zack. So, Enter drücken. So, wir haben grün, los geht's. So, wir sollen geradeaus weiter. Ich finde es hier eigentlich immer spannend zu sehen, wie sich das Ganze mit der Oberleitung so verhält. Deswegen. Und da wir sowieso nicht wirklich viel Cockpit haben. Oh, komm. Alle rein hier. Mal schon mal die Tür wieder schließen.
jetzt hier rein? Ja, ja. Sagt auf jeden Fall jetzt hier rein. Oh, 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 oh. Unfall. Also irgendwie will das Ganze hier echt nicht. Irgendwie will das hier nicht. Ah, warte mal, dann kommen wir raus. Unfall, naja, das läuft hier alles bombastisch, würde ich sagen. Das läuft hier alles bombastisch. Aber ihr seht, auch Kollision ist an, ne? Also gibt es hier auch. Es war jetzt nur zu Demonstrationszwecken, dass ihr nicht denkt hier, ne? Ja. Irgendwie will das hier nicht alles so hundertprozentig, so wie wir das gern hätten hier. Ampeln, Verkehr, ihr seht, also hier ist dann auch wirklich Leben denn auf den Straßen, denn anders schon als wie wenn wir hier nachts unterwegs sind. Deswegen habe ich mir jetzt extra mal ein bisschen Zeit freigeschaufelt, dass ich das Ganze hier auch mal so tagsüber aufnehmen kann, damit ihr auch mal seht, dass hier auch ein bisschen mehr los ist, ja, als wie nur zwei, drei Fahrzeuge in der Nacht, die uns dann entgegenkommen. Das Problem ist, dass ich meistens halt immer abends, also wenn die Kinder natürlich im Bett sind, dann meistens erst mal aufnehmen kann, ja, und dementsprechend ist es natürlich immer dunkel. Ja, so ist das denn, ja. Und dann kann man es dann natürlich dann nicht anders legen. Deswegen immer irgendwie versuchen, dann immer Zeit frei zu schaufeln. Deswegen persönlich bin ich immer ein großer Fan, wenn man die Zeiten einstellen kann. So, alles raus, rein. So, alles rein, 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 rein. So, ja. Dann haben wir jetzt ja schon ein bisschen was gesehen, auf jeden Fall von Simt. Vielleicht kann man sich jetzt daraus jetzt immer so ein bisschen mehr machen. Ihr seht, wie gesagt, halt verkehrstechnisch auch. Wir haben eine Skyline, die gab es vor den, wo ich mir das Video angeguckt hatte von dem anderen YouTuber, gab es damals noch keine Skyline. Also, dass wir jetzt hier zum Beispiel einen Himmel haben und alles, was. Ich glaube auch, er bewegt sich sogar. Also, er ist nicht einfach nur, das ist nicht einfach nur ein Bild, es bewegt sich halt auch. Ne? Niederschlag ist mir bis jetzt auch noch nicht aufgefallen, ob es jetzt irgendwie regnet oder sowas. Ne? Also von daher muss man auch noch. War halt da wirklich überall an. So.
Ich kann ja so absolut nicht Bus fahren. Ne? Also in Ormsee ist es ein absoluter Graus, so Bus zu fahren. Ne? Hier ist natürlich, jetzt haben wir uns natürlich einen Abschnitt ausgesucht, der hier noch relativ leer ist. Ne? So. Nicht aufgehen. Irgendwie will er die Tür immer nicht gleich aufmachen. Teilweise Soundkulissentechnik echt nur ein bisschen Straßenbahn ähnlich, ne? So der Anfahrtsound. So, uiuiui. Wir sind einige ausgestiegen jetzt. Steigen immer noch aus. So, weg sind sie. Na, komm. Manchmal reagiert auf die Befehle nicht. Das Gefühl. 20 Mal auf die Taste zum Türschließen aufgedrückt, aber da passierte nichts. So, huch. Das war's schon. Wahnsinn. Wir sind angekommen. Ja, dann machen wir hier gar nichts. Weil, ja, gibt gerade nichts. So, dann machen wir hiervon ein Bild. So. Druck. Jetzt schmeißt er uns zwar aus dem Bild, aber aus dem Spiel. Das bekommen wir hin. Ja, das war eine weitere Folge Simt MHD. Diesmal sogar angekommen am Ziel mit Schrotterbus. Ja, Oberleitung großartig. So muss das Ganze sein. Macht echt Laune. Kann ich absolut nur empfehlen. Ja. Ist zwar immer noch nicht ausgereift, so hundertprozentig, da auch hier
wird es wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis das Ganze hundertprozentig da ist. Aber wenn man sich so ein bisschen Zeit vertreiben will und nicht immer nur Omsi oder Lotus spielen will, der kann auf jeden Fall mal bei Simt definitiv mal vorbeischauen. Und ich denke mal, da geht es auch noch ein paar Spielstunden, die man hier auf jeden Fall reißen kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Feedback, für eure Zeit hier zum Zuschauen und hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Party wiedersehen. Wir haben noch eine Straßenbahn, die wir uns angucken wollen, deswegen unbedingt wieder einschalten. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.